So, das ist jetzt eine Sache von der, die ich als letztes gemacht habe, wo schon wie fast jedes Mal nach 3-4 Wochen die Hälfte fehlt. Und zwar kann man links und rechts oben neben Ganesha kann man sehen, dass da so Klebereste von Figuren sind, die da geklebt haben, die sich irgendwelche Fans abgebastelt haben. Also es war so eine ganze Reihe, bestand aus 3 Götterstatuen aus dem Hinduismus. Einmal Ganesha, dann Shiva und Hanuman. Und die macht halt das für eine liebe Person, die gerade in Indien ist. Ja, und wie man sieht, habe ich das hier, das Papier. Und habe ich halt mit Pinsel halt einfach nur die Außenlinien auf dem Papier aufgemalt und dann einfach ausgeschnitten. Ja, und dann ganz normal mit Tapetenkleister angeklebt. Wäre schön, wenn jetzt noch die Figuren da wären, aber die sind leider schon weg. Spaß immer. Kann man im Internet auch einen kleinen Film zu sehen. Also ich finde es schön, wenn ich durch die Straßen gehe, halt irgendwie so merke, dass es lebt, dass es aktiv ist. Ob es noch so Hessen der Tech ist oder irgendwas, also finde ich in Ordnung. Habe ich kein Problem mit. Halt hat für mich Charme irgendwie. Besser als wenn alles irgendwie ganz glatt ist. Also ich mag so eine Mauer hier so. Hier so klinkermäßig finde ich viel schöner als einfach nur so eine glatte, verputzte Wand. Also weil man einfach, man guckt hin und man bleibt an irgendwas hängen, man sieht was, man hat den Leute unheimlich viel Geld mitverdienen und es gibt eine andere Sache, die einfach nur stört. Und ich denke, dass Graffiti einfach viele Leute stört. Oder Plakate ankleben oder irgendwelche anderen Sachen in den Straßen aufhängen. Einfach weil zu dem Image oder zu dem Bild, was sie sich selbst vorstellen, von ihrer Stadt nicht passt. Aber das sind einzelne Personen, die das beschließen und entscheiden. Und es gibt halt einfach mehr Menschen, die in der Stadt leben, als nur 2 Personen. Und die haben letztendlich das Wort. Und jetzt sind die, die was machen. Natürlich auch viele, die einfach immer nur sich bedienen lassen. Und die auch bloß bedient werden wollen, die merken halt manchmal ja nicht. Hä? Was das ist? Ja. Na, das wird ein Plakat mit einer Skulptur dran. Dann dürfen Sie das. Na, also das Gebäude wird nicht mehr benutzt. Das ist jetzt, das war früher mal die Arena vom Abus-Rennen. Also das ist kein Graffiti oder so, ich beschädige jetzt nicht die Wand. Das ist wirklich ein Plakat, was angeklebt ist. Und da kommt noch eine Skulptur rum. Wenn Sie nachher noch mal vorbeifahren, können Sie sich das angucken. Ich hoffe, es gefällt. Schönen Abend noch.